Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr würdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts mehr. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind eine Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam einen Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Die haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten. Am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zahnlaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zahnlaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt. Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauch was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Simon in der Cutscene voll klon wie ein originaler Mafia-Boss, so voll tief und so, was weiß ich was. Riskante Sache heute, Tom. Nimm das mal aus. Ja, das war jetzt immer. Ich hol jetzt einfach immer alles von Winnie. Egal, was da kommt, weil ich habe keine Ahnung, was kommt. Ne, mag ich jetzt nicht. Ich nehme die halbautomatische, ja. Die kommt nicht mehr klar. Und natürlich die Tommy. Die ist eh klar. Und jo. Das war's. Noch am Anfang? Heldenfilzen, Rattenverprügeln? Scheint ewig her zu sein, oder? Der Job bleibt der gleiche, Vinny. Alle Toten sind gleich. Genieße es. Mein ganzes Leben wollte ich das sagen haben. Und das haben wir jetzt. Es ist ein Traum, Tom. Besser wird's nicht. Vergiss das nie. Okay. Werde ich nicht. So. Dann ab. Zum Hafen. Oder? Zum Hafen geht's jetzt. Abschlepphof, genau. Ich werde das jetzt. Ich fahre nicht selber. Was hat denn. Irgendwas hat Sam. Sam ist ganz komisch. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja?
Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Mach dir keine Sorgen. Alles klar. Ist vorbei, das sagt mir der Typ. Also gibt's ja auch noch einen Überfall? Gibt's denn? Gibt's denn nicht? So, was soll ich jetzt machen? Du suchst das Works-Quartier. Ja, hinten steht ein Zolllaster. Also ein Laster halt. Das weiß ich, wie die Zolllaster aussieht. Wie groß ist der Hä? Sicher, hier irgendwo soll ein Last sein, ihr Wahnsinnig oder was? Alle da drüben, ich dachte schon. Okay. Der Wagen macht komische Geräusche. Zum Schloss, Auto stehen, zum Schloss rein. Ja, Schlossbank. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Weil das für komischer Bug hier, ich höre die ganze Zeit den scheiß Motor, das nervt gar nicht viel. Alter, weg von der Karre, Alter. Weg von der scheiß Karre. Ich höre die Karre noch immer. Das ist ja voller geiler Soundbug. Hört ihr das? Die Karre, so als würde die Karre gerade versuchen zum Anstarten, aber es geht halt nicht. Und oh mein Gott, gar nicht nervig. Oha, lass doch mal vier Gänge. Oh, was Neues. Boah, nervt gar nicht das Geräusch. Oh, ja, da. Okay, vier Gänge hat er. Okay, Sam und Pauli, ich bin da. Aber ich sag doch, Sam ist ja auch irgendwie so komisch, ich weiß es noch nicht. Das wird alles noch ein böses Ende nehmen, glaube ich, zum Schluss. Wenn Pauli diese Bank ausrauben will, keine Ahnung, ob wir ihm helfen. Sam ist auch irgendwie so ganz komisch bei der Mission. I don't know. Schwierig. Scheiß Kopf. Ja, Leute, ich bin da.
nicht da? Ich bin da, ich bin da irgendwo drüben, da. Hey, jo. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los. Wow, 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 wow. Los, Bewegung. Ist ja gut, ist ja gut. Auch hier der Bug, super. Hat ein geiler Sound. Gemütlich da hinten, Tom! Was super. Zum, denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Wenn du sagst. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war was? Hier, bitte. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Ach. Ich glaube, dem Thema ist nichts los. Hast du das gehört? Sag jetzt. Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Oh, dann schießt. Das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Das kann nur gut gehen. Unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Was soll ich jetzt machen? Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Weil ich hier weiß, wo die ist. Alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Muss ich mir das merken? Wie müssen wir das merken? Okay, warte mal. Was ist jetzt da was hier? Wo ist jetzt das Buch und wo ist jetzt hier das andere? Kann man das mal klicken? Was ist das jetzt hier? Ich hab's auch markiert, deswegen. Keine Ahnung. Boah, der Sound nervt gar nicht viel, Alter. Kamerun irgendwas, 23. irgendwas. Gut. Schüsse, wenn der. Ja, betritt das Einfuhr. Okay. Da ist ein Dude. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Okay, wenn jetzt wieder mein Gebiet hier schleichenmäßig, dann ist es schon mal gut. Was sind eigentlich die Feds? Die Cops oder was sind Feds? Ach, Scheiße. Auslocken, also auslocken wirklich ohne irgendwie was killmäßig. Das funktioniert. Anscheinend ja. Oh, whoop-a!
ist nichts gesehen, halt die Schnauze. Okay. Passt. Hier soll die Akte sein. Ich hoffe, ich habe schon wieder vergessen. Kamera, irgendwas. 23. glaube ich. Ich hoffe, er sagt es nochmal genau. Ich hoffe, Tommy merkt sich das selber. Wo, was, wann, wer sieht mich? Okay. Zolldurchsuchung, aber so. Howie, ich habe eine Zigarettenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Camerons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Jetzt lagern Sie und verlieren die restlichen Kisten dort ab. Wir sehen uns morgen früh. Das wird helfen. Kisten sind, ja, das weiß ich auch, dass sie in Lagerhalle sind. Aber mehr weiß ich auch nicht. Okay, ja, gut, da bin ich ja. Na, dann kann ich ja eh wieder zurückgehen. Das funktioniert so, wie die da denken. Na ja, gut, ich verpiss mich jetzt einfach mal wieder. Die Frage ist, kann ich mich wieder hier verpissen? Komm ich hier hoch nochmal? Ja. Komm ich hier hoch? Ach, Scheiße. Ja, geiler Ofen. Ich weiß es, oder? Deswegen jetzt hier. Jesus. Muss ich hier außen rum, ja, da, hä? Gott. Du Scheiße. Können wir bei denen vorbeischlagen, oder was? Toll. Ein Traum. Natürlich muss es genau hier stehen bleiben, eh klar. Eieieiei. Komm ich hier durch? Natürlich komme ich hier nicht durch. Fuck, Alter. Fuck. Komm ich hier irgendwo rüber? Komme ich irgendwo, was weiß ich wo? Wie komme ich durch? Ist ja voll krank, dass es außen rum gehen muss. Nein, du siehst mit mir überhaupt. Aha. Ich glaube so. Natürlich musst du jetzt in meiner Richtung laufen. Was willst du eigentlich, Mann? Dass du jetzt wirklich nachher kommst. Echt jetzt? Wohin, Alter? Was ein Wichser! So, tschüss. Alter, wieder das gleiche Thema! Ich bin schon wieder irgendwie falsch, obwohl ich irgendwie richtig sein müsste. Damn it. Okay, weißt du was, dann gehe ich hier hoch. Komm ich hier hoch? Ja, okay. So. Darf ich jetzt hier auch nicht sein, oder wie? Hier. Ja, doch, hier ist egal. Das soll einer verstehen. Das soll einer verstehen. Das sind C2. Schön. So. Wie oder wo komme ich jetzt hier rein? Ich hab mal irgendwie verklickt jetzt.
Pauli, Sam, wo komme ich hier rein jetzt? Ist ja alles zu. Oh, das gleiche Thema wie beim Gefängnis. Ich habe keinen Plan, wo. Da drüben irgendwo muss ich hin. Keine Markierung, ich habe gerade immer gar nichts. Das sind einfach nur verkackte Gegner. Die Mann sind in einer Zigarrenkiste irgendwo im Abschlepphof. Ja, schön. Das freut mich ja. Aber hier ist halt Endstation. Hier ist nichts. Kann ich nirgends hin. That's my big problem. Und hier auch halt nichts. Hier kann ich nirgends hoch. Ja, jetzt ist geil. Ich kann hier weder irgendwo rein, noch kann ich hier... Oh Leute, ihr könnt mir auch irgendwie was sagen hier, ja, du musst das oder das machen. Nicht einfach, ja, geh dorthin. Ja. Und wie ich dorthin komme, habt aber keine Sau. Ich stehe einfach mal, weil ich keinen Bock habe. Das meine ich. Ich kann hier nicht rüber, obwohl es hier halt Eingang geben würde. Ich könnte hier sogar laufen, aber hier darf ich nicht mehr hin. Wieso, weiß ich nicht. Aber hier kann ich nichts machen. Hier ist Endstation. Hier sieht es so aus, als könnte ich hier rein, oder was? Leute. Oh Leute. Jetzt gehe ich ja nochmal dorthin, wo... Ist hier schon was? Nee. Wo ich den scheiß Zelt gesehen habe. Ja, das habe ich eh nicht, das ist denen relativ egal. Ja, ja. Haben sie mich? Ich glaube, mich haben wir immer gesehen. Ich glaube, es ist verkackt. Das kann gut sein. Hier vielleicht? Aber hier wäre es so nicht doof, weil hier ein Ding ist. Alter, ich verstehe das nicht. Wie? Ab und zu macht das nicht. Das check ich nicht. Was ist hier? Also ich muss mehrere Hinweise finden. Oder wie sehe ich das jetzt? Nee, das ist es. Nichts. Aber ich habe doch vorher eh schon einen guten Hinweis gefunden, oder nicht? What the fuck? Zeitung, der Förderung der Nazis in München erfüllt. Was? Adolf Hitler, Führer von Deutschland, wurde heute in einem Übereinkommen in München das Recht zugesprochen, das Sudetenland von der Tschechoslowakei zu annektieren. Führerin der Politiker aus Italien, Großbritannien und Frankreich. Hanni Weinbauer unterzeichnet es, wird erwartet, dass die Besatzung innerhalb von 10 Tagen vollständig abgeschlossen sein wird. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hat die Vereinbarung als Fried für unsere Zeit bezeichnet. In Erwartung, dass jegliche Vereinbarung auf Kosten ihrer Nation gehen würde, wohnte die Tschechoslowakei-Regierung der Zeichnung nicht bei. Das juckt mich jetzt inwiefern? Eigentlich so gut wie null. Aber geil. Super. Also derzeit spielt das also, okay. Ja, das ist ja schön, dass es derzeit spielt, aber das bringt mir trotzdem nicht wirklich viel. Was hier weiter?
Ach, du hast mich nicht gesehen, halt die Schnauze. Ich lauf doch dann im Kreis, wenn ich hier jetzt rausgehe. Ich check's halt echt nicht. Moin! Alter! Stirb halt! Der gar nicht so Typ. Echt jetzt? Doch, hi! Ja, fuck drauf! Fuck drauf, because irgendwie bug, irgendwie komplett verbuggt, irgendwie, da kann nichts mehr gut gehen. Muss ich da lang gehen, wo ich jetzt gerade lang gegangen bin? Muss ich das machen? Brauche ich mal Hinweise? Was will das Spiel von mir? Weil zu dem Ort komme ich nicht, von dort, wo Pauli und Sam arbeiten, komme ich nicht zu dem Ort. Also, where the fuck I am? Gut, der Bug ist schon mal weg, das ist schon mal irgendwas gut. Also es war schon mal gut, dass das jetzt passiert ist. Ich geh jetzt einfach da lang. Das war komplett verbuggt gerade. So, jetzt erklärt mir einer mal, wie ich die Dudes leise erledigen kann. Das will ich echt gerne wissen. Oh, dass hier die Hölle los ist. Wie geht das? Oben bleiben. Schatt! Das gibt mir nicht ganz ein. So, ist hier irgendwie Information, wo die scheiß Kiste sein soll? Hä? Liste von Lieferungen. Empire, Baydream, Room, Lagerort, irgendwas. Teller, Bohemian Zigarette, irgendwas. Lagerort D2. Das baue ich doch. Das ist doch wichtig. Bohemania, Zigaretten, erzähl. Interessant. Aha, ich brauche einfach mehr Informationen. Ja, gut, dass ich das mal weiß. Und jetzt weiß ich es auch wirklich genau. Sektor D2. Schön, na endlich. Ich sag bitte, spiel mal was. So, ist hier noch was Wichtiges? Ja? Alles nur Müll. Achso, okay. Ich dachte, du willst es für dich behalten. Aber das ist jetzt. Die Markierung ist schon wieder dort, wo man dann definitiv was bringt. Das war das Folge, das hat es ja noch nicht so viel geholfen, aber Sektor D2 wissen wir. Nichts. Okay, das war der Scheiß, genau. Passt. Okay. Darüber. Wie komme ich hier rüber? Von draußen irgendwo in der Treppe. Ja, schön. Dann muss ich da durch. Ach, natürlich geht der hier. Genau jetzt. Beweg dein fetten Arsch. Hier irgendwie durch? Nee. Und tschüss. Ah ja, da endlich. Kann ich doch nicht ahnen, dass ich hier echt da durch muss, oder what the fuck? Du gehst mir nicht auf den Keks, du drehst dich jetzt eh nicht um. Nee, mich sieht keiner. Mich sieht einfach keiner. Du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen, habe ich gesagt. Der Hof ist so riesig. Hä? Alter, wart. Na, geiler Schuss. Okay, hier ist aber Infos. Hier sind. Fein, der leg mich doch am Arsch. Hinweis zur Beschlagnahmung von Zigarrenschiff, Fahrzeug der Bohemian Schiff. Okay, Fracht, Zigaretten und Tabak. Ursprüngliche Bestimmung Atlantic Ingress. Grund für Beschlagnahmung, Verdacht des Hafenmeisters und eingetroffen am 23. Okay, das ist auf jeden Fall das Lager D2. Das ist genau das 23. September. Das passt. Gut. Muss ich eine Sache kurz wissen? Aufnahme? Ja, okay. Dann machen wir dann im nächsten Part weiter, weil die Aufnahme ist gleich vorbei und dann hoffen wir mal, dass wir das auf die Reihe kriegen. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Part.